Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einem neuen Projekt. Und zwar spielen wir heute Feasibly Sky Factory Challenges. So, da das jetzt schon der dritte Anlauf ist, den ich in diesem scheiß Projekt versuche, mir kam bisher immer was dagegen. Das erste Mal kamen die Eltern nach Hause, dann kam bei mir auf dem Handy ein Anruf und ich höre nur so, Entschuldigung, verwählt. Ich denke mir so, Dann kommt schön Mutti rein, der Hund muss mal raus, ich gehe mit dem Hund 2 Meter raus. Hund will wieder reingehen, guck mich an. Was willst du eigentlich von mir? Hier ist draußen, es ist kalt, ich muss nichts machen. So, auf jeden Fall. Ich möchte hieraus ein wöchentliches Projekt machen. Also jeden Sonntag kommt hiervon eine Folge. Und zwar habe ich mir dafür, wie ihr schon seht, hier Live-Split installiert. Ein paar Splits vorbereitet. Ja, ich würde sagen, wir stellen uns jetzt einfach mal eine Map. Das Ganze wurde halt vom FeedsBeast-Team entwickelt. Eine vorgefertigte Map. Ja, was haben wir noch zu sagen? Halt, wenn wir jetzt hier die Truhe aufmachen, fängt es an. Und wie ihr schon seht, hier gibt es einiges schon vorgebaut. Da drüben sieht man schon so ein Blutaltar. Und da ein Reaktor. Wir müssen jetzt halt einfach schauen, dass wir diese Achievements machen. Und wenn wir das alles haben, hier unten die Draconic Sphere ist das letzte. Dann sind wir durch. Dann sind wir komplett durch. Dann sind wir hier unten beim Tier 8 Draconic Sphere angekommen. So. Ich habe mir halt Livesplit installiert, damit ich auch wirklich sehe, wo ich mich verbessern kann und so weiter. Ja, ich würde sagen, wir starten das Projekt in ganzen 3, 2, 1. So, wo war das jetzt? Wo war das jetzt? Das war da oben. So, und am dritten Mal sollte man jetzt langsam mal merken, wo es anfängt. Ich bin mal gespannt, wie schnell wir das schaffen, hier durchzuspielen. So. Also ich möchte jetzt nicht schauen, dass ich das hier so super extrem schnell durchgespielt kriege, aber halt mal schauen, wo man sich verbessern kann, ne? Flop. Flop. Flop, 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 Sie haben wir schon mal. Sehr schön, 2 Silverworms. Also ich bitte auch zu entschuldigen, wenn ich mal hier nicht so viel spreche. Hier das Feld können wir einfach abrasieren. Dupp. Dann das hier brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir, das brauchen wir. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Also viel vorbereiten, wie es geht. Ja, so langsam merke ich auch schon, wie ich mich verbessern kann. Also das läuft jetzt schon wesentlich besser ab als beim ersten Mal. Flop. 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 So und so. Das haben wir. So, das kann weg, das kann weg. Und sehr schön. Es ist Achievement geschafft. Das sollten wir jetzt aber mal mitnehmen. Ja. Sieht man schon mal, okay. Da drüben können wir uns einen neuen Crafting-Table machen. Wir schauen uns einfach mal, dass wir so viel wie möglich hier angepflanzt bekommen. Flup, flup. Das brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. Einfach alles anpflanzen, was geht. Ich bin gespannt, wie hammerhart wir uns hier verbessern werden. Irgendwann mal. Irgendwann, wenn wir mal mehr Skill haben. Also wahrscheinlich nie.
Aber ich finde diese Idee dahinter richtig, richtig gut. Einfach mal wirklich, man hat einfach mal ein gottverdammtes Modpack, was man speedrunnen kann. Ich meine, ich als Fan von Speedruns und jetzt auch noch das als Fan von Modpacks, ich bin beeindruckt. Also wirklich, FTB-Team, good job. So, Terrasil haben wir, ist gar kein Thema. Hier noch. So, ja, ich habe jetzt Draconium Essence, okay. Vielleicht werde ich irgendwann auch nochmal die Partikel ausstellen. Wobei, ich glaube, das läuft gar nicht über Partikel, oder? Ich meine, das Problem hatte ich nämlich schon mal gehabt. Zack, 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 zack. So, 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 so und so. Und so, Cobble Generator, ne? Cobble Gen. Wir brauchen Cobblestone, Glas, also brauchen wir Stone Essence. Steel. Stone ist Dark Steel, Dark Steel. Ja, Wasser brauchen wir alle Male. Wir brauchen auf jeden Fall hier die Kobbel. Feuer. Wir brauchen Eisen. Wo haben wir Eisen? Hier. Was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Wir brauchen was Kohle. So, das sollte dann schon reichen. Craften können wir auch hier drin, fällt mir gerade ein. Ofen. Kohle. Was war das jetzt noch genau? Eisen. Das reicht genau für die beiden Buckets, die wir brauchen. Und zwar einen Lava Bucket und einen Water Bucket. Na. Ganz ruhig, Stomme, das packst du. Also wartet jetzt nicht, dass ich hier den Pro vom Herrn abspiele, ne? Da tippt kein. Zack. So, wir brauchen noch Eisen und Dias. Okay. Wir brauchen davon zwei Stacks. Also zweimal. Wir brauchen Chicken, nein. Rabbit, nein. Wo haben wir hier Blaze? Copper. Hier, Blaze Essence. 14 Stück. Gold. Oder brauchen wir Gold? Nee. Wir brauchen gar kein Gold. Wo haben wir Emeralds? Terra Steel. Pulsating Iron. Hier. Nee, Mana Steel. Diamond. Davon werden wir eindeutig mehr brauchen. Ich glaube, man kriegt nur einen Diamond raus. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Das gibt noch was. Ich schätze mal ein Stack, oder? Kriegen wir 7 Diamonds raus. Nein, da wird noch mehr raus. Ich mache einfach mal 27 noch. So. Und jetzt die Emerald Essence. Und dann sollten wir eigentlich auch schon alles haben für den Cobble Generator. Den Draw Controller werden wir brauchen.
Wir brauchen einen Advanced Item Collector. Aber vorher kommt der Refined Storage Controller. Ich glaube, das wird das Wichtigste sein. So, das kommt raus. Und zack, zack. So. Haben wir. Blaze. Blazes. Was hatte ich dann im Kopf da? Boah, ich bin gerade ein bisschen nervös, ne? Halt, weil ich mich ja verbessern möchte. Aber wie gesagt, beim ersten Mal werde ich hier nichts absolut hammerkrasses raushauen. Ich bin schon stolz, wenn ich hier überhaupt eine super Zeit hinlege und mich irgendwann wirklich mal verbessere. So, und gesplittet, ein bisschen schwer zwar, aber haben gesplittet. So, Drawer Controller. Hier. Cleanstone, das ist super. Haben wir. Ich werde jetzt aber mal eine Truhe brauchen. So, einfach mal was reinrotzen hier. So, wo haben wir Lockessence? Hier. Netherquartz ist. Aber zweimal Netherquartz Essence? Haben wir. Redstone Essence ist hier. Okay, was brauchen wir noch? Noch einen Deer, den dürfen wir noch übrig haben. Und ansonsten müssten wir eigentlich alles haben. Ist ja jetzt egal, welches Holz wir nehmen. Eine Truhe brauchen wir alle Male. Einen Drawer. Das brauchen wir, das brauchen wir. Und die können wir auch mitnehmen. Das ist super. So. 4, 5, 6. Fackeln brauchen wir. Zack. Und zack. Dann das. Halt. Und das. Haben wir. Hallo. Ich hab mich gesplittet. Scheiße. Controller. Wo haben wir? Hier. Silicon, wir müssen Quarz schmelzen. Und wir brauchen Eisen wieder. Boah, das geht ja eigentlich ganz gut klar, ne? Was wir hier raushauen. Redstone kann man auch noch mal ein bisschen mitnehmen. Und Nether Quartz. So. So. Und. 4. Sehr schön. Haben wir. Hallo? Drawer Controller. So, jetzt muss ich mal schauen, wo der hinkommt. Soweit habe ich ehrlich gesagt noch nie gespielt. Storage and Drawer Controller müsste hier hinkommen, oder? Anscheinend nicht. Wie fein Storage Controller, hier kommt er hin. Ah, da sehe ich es, glaube ich, schon.
Sehr schön, wir haben Zugriff. Es müsste jetzt überall aktiv sein. So. Okay. Dann gehe ich mal ganz kurz rüber. Ich glaube, da können wir auch erstmal die Zeit lang noch bleiben. Halt, weil wir da die ganzen Ressourcen herbekommen. Das Gute ist, es ist jetzt überall aktiv. So, was müssen wir jetzt machen? Advanced Item Collector. Okay, was brauchen wir? Glowstone Dust ist kein Thema. Item Collector, Obsidian, Hopper. Okay, okay, okay. Obsidian? Wollen wir Enderman, Enderman, Enderman? Oh, nur vor mir. Glowstone Dust. Sehr schön. Und was war das jetzt noch? Eisen und Holz. Also nur noch. Den Rest haben wir. Hey, bisher sind wir super. 12 Minuten. Okay. Das so. Das so. Machen wir es einfach mal gerade so. Und so. Sehr schön. Das klappt echt super bisher. Also ich bin hier bisher wirklich stolz auf mich, dass ich das so gut super hinkriege. Auch wenn man ein bisschen bestimmt raushört, dass ich nervös bin. Okay, Epic Bacon. Wir brauchen da Farben für, ne? Ja, und Pork Chop, das heißt wir brauchen... wo haben wir die? Dye Essence, Mystical Flower Essence. Hier haben wir die Dye. Okay. Davon nehme ich jetzt mal so 30 mit, das dürfte dann bestimmt schon reichen. Und die Pick Essence haben wir wo? Hier. So, das sollte jetzt reichen. Na. So, das kann da rein, das kann braten. So, Rosewood. Scheiße, brauchen wir jetzt wirklich mindestens zuerst eine Farbe? Wie sollen wir die jetzt herbekommen? Können wir nicht hier mit der... Scheißendreck. Okay, da habe ich eine Idee. Oder oh, gibt es noch ein anderes, was er verbirgt? Nein. Wie bekommen wir grün? Ein Kaktus. Ja gut, okay. Sollten wir jetzt hinbekommen? Sollten wir jetzt alles hinbekommen? Wo haben wir die jetzt gerade eben hingetan? Hier. Okay, was brauchen wir noch? Wir brauchen... Okay, den Rest können wir eigentlich so kriegen. Wo haben wir Nature Essence? Das dürfte hier die sein. Lapis, Lapis, Lapis. Das ist Kobalt. Lapis, Lapis, Lapis. Hier ist Lapis.
So, jetzt aber. Na. So. Kaktus rein. Schmelzen. So, was haben wir denn alles schon? Kaum was. Orange. Machen wir einmal so. So. Also, das kriegen wir wirklich nur so, okay. Orange Dye. Cyan, komm, den Kaktus schmeißen wir da rein, den können wir jederzeit neu machen. Floral, Magenta Dye. Zack, Purple Dye. Epic Bacon haben wir. So, was kriegen wir jetzt? Reactor Controller, okay. Ja, Reactor Coin. Der Reactor Controller, wir brauchen Kohle. Boah, leck mich am Arsch. Haben wir? Jerorium habe ich hier eben irgendwo gesehen, genau da. Alter Finne, dass das so super läuft bisher, hätte ich nicht erwartet. Obwohl ich gerade so ein bisschen Schiss habe, ist hier Kart, weil ich keine Ahnung habe, was. Ich habe mich noch nie so wirklich damit auseinandergesetzt. Aber naja. Was brauchen wir jetzt noch? Gold, ne? Energetic Alloy. Oh Gott, wo ist Gold? Wo ist Gold? Gold. Alter Finne. Eisen brauchen wir noch. Wir brauchen immer wieder Eisen. Okay, Flux-Controller dürfte relativ einfach werden. Jetpack wird ein bisschen länger dauern. Ultimate Furnace, da habe ich schon eine kleine Strategie im Kopf entwickelt. Also im Klartext, das wird kein geben, was ich mir da ausgedacht habe. So, das sollte passen. Wobei, komm. Zack. Wir brauchen ja eigentlich nur 4 davon. Okay, 6. Jellurium können wir einmal machen. Gold. Eisen. Dann der Reactor Casing Core Dingens. Dann lass doch schon mal hier ein bisschen Essenz sammeln für Dingens hier, die Infernium Essenz. Ah, super, die ist sogar schon auf Tier 5. Ja, gut, dann ist das easy. Dann ist das echt easy. Ich habe gedacht, wir müssten die schon auf Tier 5 upgraden. Ich glaube, hierüber können wir uns echt was Zeit sparen, wenn wir das so machen. Weil wir müssen ja relativ viel was braten. Ich mache jetzt mal 5 Steaks. Sehr schön. Haben wir. Zack. Was fehlt da jetzt? Ein Dia. Scheiße. Dahin. Haben wir. Zack, 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 zack. Rüber zum Reaktor. Der braucht Tellurium. Ich dachte, der hätte schon prefueled. Okay, ich weiß gar nicht, ob wir den überhaupt brauchen. Ich weiß es echt nicht. Flux-Controller.
Okay. Was brauchen wir hier? Flachsblöcke, das heißt, wir brauchen jede Menge Redstone. Wir werden Obsidian brauchen und Enderaugen und Blazewoods. Also man merkt schon, ich habe ein bisschen mit der 1.10 schon rumgespielt. Ich spiele gerade privat ein bisschen mit ein paar Freunden Feats Beast Beyond. Das reicht. Also es wird auch auf jeden Fall nochmal ein 1.10er Modpack bei mir geben, so ist es nicht. Wobei, wir spielen ja gerade ein 1.10er Modpack, ne? Obsidian dürfen wir eigentlich noch haben, aber ich nehme trotzdem mal mit. So, Redstone. Zack. Ja, brauchst du nicht, wir gönnen dir. Was brauchen wir jetzt? Wir brauchen die hier. Ja, verdammt. So, da bin ich gerade ein bisschen in Panik geraten, aber es ging schon. Obsidian machen wir nochmal. Sehr schön. Wir sollten vielleicht doch schon mal mit dem Ultimate Furnace weitermachen. Okay, okay. Ich glaube, darüber können wir ziemlich viel Zeit sparen, wenn wir das so machen. So. Was brauchen wir jetzt hier, um die zu machen? Wir brauchen diesen... Oh, von Prosperity Shards. Die kriegen wir worüber? Sand, okay. Wo ist mein Chicken Stick? Da. Sie ist hier. Ja, das ist jetzt scheißegal, dass wir hier noch die Seeds bekommen. Wir brauchen noch einen Diamond. So. Furnace. Zack. Haben wir. Oh, verdammt, ich brauche eine Pickaxe. Haben wir. Die brauchen wir jetzt. Okay, das wird never ever reichen, was ich da zusammengefarmt habe. Dann kann der hier drauf und Redstone können wir mal gerade craften. Wie gut, dass ich was auf Vorrat gemacht habe. So, wie sieht das jetzt aus mit dem Flaxcon-Troller? 12 Stück. Verdammt. Es geht aber schon schneller. Dann nutzen wir die Zeit und sammeln mal hiervon. Ich glaube, wenn man das Spiel zu dritt hier macht oder so, dann hast du das in 0, nichts durch. Das kann man ja irgendwann mal testen, dass man den Street nimmt. Wenn er sich mal von der Familie losreißen kann, ne? Ich frage mich, ob das was sinnvoller wäre, wenn man hier vielleicht irgendwie so einen Harvester bauen würde oder sowas. Aber den zu powern, ne? Das ist halt das Thema. Ich mache jetzt einmal ganz gut mein Inventar damit voll. Wie lange sind wir? 27 Minuten? Ja. Wie gesagt, das nächste wird eklig, der Swipe and Jetpack. Die 500.000 der F müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Da muss ich selbst mal schauen, was wir da machen müssen.
So. Drei haben wir. Oh, verdammt. Was fehlt uns hier? Die Enderperlen. So. Nice Flachs. Also der Föhn, das war echt eine gute Idee, dass wir den schon gemacht haben. In der Zwischenzeit noch was von der Essenz verarbeiten. Wo ist die andere? Wo ist die andere? Wo ist die andere? Hier. Das rein. Da fehlt nur noch ein Block, okay. Was? Das ist ein Witz. Haben wir. So. Vibrant Jetpack. Okay. Was brauchen wir hierfür? Wir brauchen erstmal das hier. Wir brauchen Leder und Eisen. Alter. Ich finde das richtig cool. Eine halbe Stunde und wir sind bei circa der Hälfte. Kuh. Hier. Haben wir? Was brauchen wir? Wir brauchen Ryband, Electrical und... Das ist Aluminium. Steel. Warum Electrical Steel? Hier. Davon braucht man eine ganze Menge. Genau wie viel vom Energetic und vom Vibrant Alloy. Junge, ich bin gerade richtig stolz auf mich. Das ist Arbeit. Wo ist... Hier, Energetic Alloy. Irgendwann kriege ich dann nochmal geschissen. Ich bin mir noch nicht mal allzu sicher, was wir überhaupt, ob wir überhaupt alles brauchen. Vibrant Alloy. Weil sowas wie Guardian Shards habe ich, oder hier die Pusmerin Shards oder wie die jetzt heißen, ist mir noch nie wirklich aufgefallen, dass wir die brauchen. Vielleicht halt später für den Bifrost Rod oder für den Altar, ich weiß es nicht. Vielleicht wird sich das dann lohnen, wenn man später mal die Seeds aussortiert, die man nicht braucht. Und dann halt die, die man eher braucht, näher daran zu bauen, weil man merkt ja, dass das dann da schon eindeutig schneller geht. So, Leder. Haben wir. Haben wir. Das heißt, mal nur noch Jetpacks suchen. Ich glaube, das wird schneller gehen. Conductive Iron brauchen wir noch. Scheiße. Wo ist das? Wo ist das? Hier. Ich glaube, das ist auch ganz gut, dass ich hier immer mal die Mystical Essence nehme, damit das immer mal so zwischendurch noch ein bisschen schneller geboostet wird. Ich bin boosted. Haben wir. Und dann immer schön zwischendurch, wenn wir Zeit haben, die Essence Farm. Kupfer. Wo ist es? Wo ist es? Kupfer. Ardite. Energetic. Was ist denn hier? Nicht versagen. Einfach da mal fragen. Boy. Also ich weiß, ich renne hier rumherum wie so ein aufgescheuchtes Wiesel, aber ich hoffe, man kann da kurz verzeihen. Zack, 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 zack. Weg. Das. Oh Gott, Redstone Alloy. Nether.
Hallo? Haben wir die nicht? Die muss ich mir craften? Okay, okay. Gibt's noch irgendeinen anderen Weg? Da muss ich mir jetzt echt noch einen Leuchtmelter machen. Eins, zwei, drei. Kein Thema. Kriegen wir hin. Kein Stress. Es ist ja relativ schnell gemacht. Drei Quarz. Ab rein damit. Gott, ich verschwende Zeit. Das haben wir jetzt einfach wirklich ganz schnell hier an den Reaktor dran. Oh Gott. Ich darf keine Zeit verschwenden. Jetpack. Einfach vorbereiten, was geht. Brauchen wir Redstone. Okay, gut, dass ich das schon mal weiß. Ich werde mir auf jeden Fall später auch nochmal die Folge anschauen und dann mal schauen, was ich verbessern kann. Weil ich glaube, jetzt hier bin ich gerade so in diesem Modus. Wenn du jetzt was bemerkst, dann hast du das schon wieder vergessen. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Weil ich merke es gerade nicht, dass ich weiß, was ich meine. Zwei Machine Chassis. Alter, ihr wollt mir doch richtig die Eier lutschen. Moment, Pulsating Iron. Okay, die haben wir. Aber was soll die Scheiße, dass man keine craften kann? Also hier keine kriegen kann. Zwei Dias brauchen wir. Das hat mich richtig dick aus dem Konzept gebracht. Hat man vielleicht mitbekommen. Passt. Zwei Stück. Das war jetzt weltgroße Klasse. Alter. Es gibt da auch noch so viele Rezepte von. So. Wie sieht das hiermit jetzt aus? Dürfte jetzt fertig sein. Kann man das nicht irgendwie beschleunigen? Was wir machen können. Wir können ja jetzt. Moment, ich brauche ja vier davon. Zack. Zack. Conduit Binder. Okay, ich brauche Wasser. Haben wir. Dirt. Die Stone Essence. Warten wir so. Hier. Ja, Kartoffeln auch ein bisschen Fire Essence. So. Zack, 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 zack. Clay. Haben wir. Zack, 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 zack. Sand. Haben wir. Zack, 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 zack. Gravel haben wir.
Haben wir. Sehr schön. Wir können das erste Jetpack machen. Was fehlt da jetzt noch? Noch ein Capacitor, okay. Ach, Stück, das sollte reichen. Haben wir. So, jetzt das. Okay. Was fehlt hier? Electrical Steel. Gar kein Thema. Was noch? Energy Conduits. Haben wir? Eins. Ich brauche noch Machine Chassis. Jetzt brauche ich noch Eisen. Okay. Aber es macht Spaß, es macht echt Spaß, so ist es nicht. So. So. Haben wir. Haben wir. So. Jetzt die hier. Energetic Alloy. Oh Gott, da werden wir noch was mehr brauchen. Oh Gott, jetzt, wo kriege ich denn jetzt Kohle das her? Quasha, geht der schnell? Ne. Segmel. Pickaxe. Flop. Jetzt hätte ich Kohle mitnehmen können, das wäre garantiert wieder Zeit. Das kann rein. Wobei, wie schnell geht das? Ich hätte vielleicht noch Flint mitnehmen können. Boah, ich merke mal gerade richtig, wie ich hier zu einem dieser Speedrun-Spassen werde. Jetpack? Okay. Wie sieht das aus? Was fehlt? Redstone Alloy, okay. Jetzt wollte ich da nicht reintun. Mach mal so, das dürfte in etwa reichen. Dann ist mir aufgefallen, wir brauchen ja noch ein... Oh Gott, ich muss das ja noch braten. Das muss ja zu Silicon werden. Wir brauchen wie gesagt noch mehr Dias. Ich glaube, gegen Ende wird das echt mal richtig, richtig hart werden. So, passt. Wie sieht das hier aus? Was brauchen wir hier noch? Nur noch das Redstone Alloy. Ey, mir geht gerade echt ein bisschen die Pumpe, ne? Haben wir? Eins, zwei. Mehr Capacitor.
Mehr Goldnuggets. Kapazität. Oh, mehr Kupfer. Boah, leg mich doch am Jagern. Ich werde das Ganze dann noch so hochladen, dass ich dann, beziehungsweise die nächste Folge dann erst ein bisschen Zeitraum habe, dass ich dann auch auf eure Kommentare oder Tipps und so weiter eingehen kann. Halt, ich will mich darin wirklich verbessern. So, das dürfte jetzt genau reichen. Oh Gott, jetzt brauche ich wieder Energetic Alloy. Boah, geht einem hier die Pumpe. Also ich bin, wie gesagt, schon mal so ein richtig großer Speedrun-Fan. Also ich schaue mir gerne mal so Dark Souls oder sowas an. Bloodborne habe ich gerne mal angeschaut. Simpsons Hit and Run auch sehr beliebt bei mir. Nur noch Redstone Alloy. Was habe ich noch alles für Speedruns geschaut? Zelda. Zelda habe ich ganz gerne geschaut. Pokémon auch. Super Mario, der Klassiker. Hä? Alter, willst du dich verarschen? Okay, was erwartet uns hier für allzu viele Scherze? Eins, zwei, drei, vier. Wie viele Emeralds haben wir? Eins, zwei. Können wir noch Emeralds machen? Nein. Also der Anfang ging ja wirklich schnell, aber dann wurde es immer wieder länger. Bin ich schon eine Dreiviertelstunde dran. Mal das Mikro was näher rangeschoben. So. Haben wir. So, was noch? Ender Energy Conduits. Haben wir. Und die Octadic Capacitor. Oh Gott. Das heißt im Klartext. Wir brauchen nochmal Gold und Kupfer. Und zwar eine ganz, ganz große Menge. Ich habe eigentlich noch gar keinen richtigen Speedrun davon gesehen. Ich habe nur Videos gesehen, ja, machen wir mal. Aber das Spiel ist ja dafür, wie gesagt, das Modpack ist dafür ja ausgelegt, so Speedrun. Aber, naja, wenn hier keiner Speedrun von möchte, ich nehme gerne den Weltrekord an, ne? was war das jetzt noch? Gold. So, nochmal ein bisschen Redstone schnell. Da braucht man nicht allzu viel. Ich sag mal so 36 von der Essenz, dann ist das reicht schon vollkommen. Zack. Haben wir. Zack. Haben wir. So, jetzt gehen wir hier rüber. Zweiundvierzig von denen. Energetic Alloy brauchen wir. Und ich glaube, das war eine ganz gute Idee, dass wir Witzern geholt haben. Ich glaube, wir brauchen schon direkt wieder was Neues. Und ich glaube, wir brauchen jetzt wirklich auch noch ein bisschen Glowstone.
Nicht allzu viel, das dürfte jetzt schon reichen. So. Glowstones. Oh, jetzt war viel. Boah. Vibrant Alloy hier. Meine Fresse, ey. Gott verdammt, immer fehlt etwas. Seit dem letzten Achievement sind 20 Minuten vergangen. Aber dafür brauchen wir jetzt nicht mehr viel beim Furnace. So. Was fehlt jetzt hier noch? Ey. Redstone Alloy. Bitte lassen wir es da sein. Habe ich von denen jetzt echt so wenig? Ach, Kohle ist ja hier. Oh, weißt du, was ich mache? Was für ein Kupfer, ja? Blind. Das Ganze ja noch ein bisschen. Wobei, wir können auch die Darksteel-Kugeln machen. Ich glaube, das würde sich echt lohnen. Wo haben wir Darksteel? Cool. Haben wir keine Darksteel-Seeds? Doch. Gottverdammte Scheiße. Okay, ich glaube, das war Zeitverlust. Das war richtig Zeitverlust. Das lohnt sich nicht. Die Zeit können wir anders investieren. So. Moment, war. Okay. Ein Witz. Davon brauchen wir einfach nur noch zweimal dieses Rezept, also 16 Stück. Dann haben wir das auch. So. Haben wir bekommen, kann man eigentlich hier. Was jetzt? Der Furnace, okay. Mehr Infernium-Essenz, ganz, ganz viel. Davon brauchen wir jetzt wirklich eine gottverdammte Menge. Weißt du, was wir machen? Tschüss, Silver. Hier geht das ja eindeutig schneller. Also das muss ich mir echt merken, so nah wie möglich daran pflanzen. Damit man das wirklich hammerhart schnell abfarmen kann. Wow, Ultimate Furnace, 500.000 F, da weiß ich noch nicht, wie man das genau machen soll. So, mal schauen, ob das reicht. Furnace. Wir haben jetzt gerade den hier. Wir sind bei dem dran. Okay. Weitermachen. Alles klar, den Block.
das rein. Wo ist die Pickaxe? Haben wir. Supremium. Und weiterfahren. Boah. Ich glaube, jedes Mal, wenn wir nichts zu tun haben, müssen wir hier einfach wirklich den Infernium Essence farmen. Wenn wir warten müssen. Gut zu wissen. Also wir haben jetzt mal so einen kleinen Überblick über das, was wir machen müssen. Halt, Mesh, finde ich, haben wir ganz gut gemacht. Cobble geht besser. Drawer und Storage Controller haben wir super gemacht. Bin ich ehrlich. Collector auch. Harvest können wir machen, während wir irgendwie auf was warten. Reactor war eigentlich ganz gut, wenn ich mir das so in Erinnerung rufe. Flux hat was länger gedauert. Aber da, genau da, weil wir so lange brauchen, können wir halt auch noch was Zeit sparen, indem wir hier das machen. So. Oh oh. Ach du Scheiße, brauchen wir jetzt viel. Ach du heilige Scheiße. Ich bin überlegen, ob es nicht lohnen würde, irgendwie so einen User zu machen mit dem Item-Kollektor. Ich glaube schon. Das wird sich echt super lohnen, glaube ich. Das machen wir dann auch. Dann wissen wir, wie wir hier super viel Zeit sparen können. Das ist verdammt eine gute Idee. Wir müssen ja auch eh den Item Collector machen, ne? Machen wir einen Drawer dran und so weiter. Oder mal schauen, wie man das macht. So. Nein, der Stein ist kaputt. Wir brauchen nur noch Sand. Das war jetzt wieder Premium von mir. Ein super Zeitverlust. Also ich weiß gar nicht, wie momentan der Rekord hiervon aussieht. Aber ich schätze mal, dass er irgendwie so bei 1 Stunde 30 oder sowas sein wird, bei den ganzen Freaks hier. Furnace. Also hier im deutschen Bereich habe ich eigentlich nur ein paar gesehen, die das machen. Von den großen glaube ich nur so ein Carscrafter. Ich weiß klar, so ein Bakerman hat das auch gemacht, das habe ich auch gesehen. Wenn du reinschaust, hallo Bakerman. Ne, das muss man jetzt mal echt so machen. Das mache ich jetzt nicht mehr, weil es viel zu viel Zeit kosten würde, glaube ich. Dann weiß ich, wie wir das machen. Wenn wir das erste Mal auf was zu braten warten müssen, wahrscheinlich bei Flux oder so, dann können wir das nebenbei machen. Da wäre das perfekt. Aufgestellt ist das ja relativ schnell. Was brauchen wir jetzt eigentlich noch für den Ultimate? Wie zum Beispiel kriegen wir einen Netherstar? Scheiße, es muss. Wir müssen irgendwie ein. Oh oh. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir jetzt ganz und gar nicht. Wir müssen, glaube ich, mal ganz kurz die Insel untersuchen, wie wir an Netherstar rankommen. Ja, wir müssen die Insel untersuchen. Da gibt es kein Vertun.
Ich meine, im Notfall kann ich auch mal hier kurz unterbrechen. Ich meine, das ist ja jetzt kein offizieller Weltrekord-Speedrun. Ich schaue jetzt mal ganz kurz hier. Ja gut, ne? Problem gelöst. So, hier jetzt. Alles klar, sonst habt ihr keine Probleme, ne? Also kriegen wir jedes Mal Belohnung da rein, das ist super. 36 von denen. Okay, und jetzt hier wirklich stehen und auf Kaspern. Alter Finney. Habe ich ganz vergessen, dass wir noch die Ender-Chests haben. Ja gut, wenn wir darin Belohnung kriegen, dann ist das super. Dann ist das echt supi, supi, supi. Meine Fresse, ey. Wir wissen auf jeden Fall, dass wir unseren Inventar voll ist. Ich glaube, dann müssen wir einmal ganz kurz rüber und dann reinschmeißen. Kurz aufheben und wieder reinschmeißen und dann craften. So, RF Power wird lustig. Crusher sollte kein Thema sein. Capacitor Bank ist eigentlich auch relativ easy. Card weiß ich nicht. Altar ist so eine Sache, die kann man schnell machen. Void Miner, ja gut. Bifrost Rod, dafür müssen wir auf jeden Fall das Portal öffnen. Handheld Filler, keine Ahnung. Draconic Sphere, da habe ich noch keine Ahnung, wie das aussieht. Ui. Ich sehe schon kommen, dass wir noch ein zweites Mal das alles machen müssen. Also den Stein, ja, das sieht mir ganz schwer danach aus. Sand. Also schwierig ist das Pack ja nicht. Das sollte ja auch nicht so schwierig gestaltet sein. Ich bin gerade überlegen, den kann man doch upgraden. Ja gut. Das hat. Ne, doch, doch. Hier waren wir dran, ne? Gott, das wird noch Ewigkeiten dauern. Das müssen wir echt über den User machen. Das müssen wir sowas von über den Scheiß-User machen. Also wirklich ein User, irgendwie Diamond Chest oder sowas, keine Ahnung. Wobei ich schon bald sagen würde, so ein Grower mit ein paar Upgrades. Man kann ja da ein paar einfache machen, man muss ja nicht hier die Emeralds machen, irgendwie so was schnell geht. Eisen oder Obsidian. Ich glaube, Obsidian ist das Beste. Weil dann können wir das wirklich einfach nur noch reinrotzen und Ende. Und gut ist. Weil das Gute ist, den Draw kann man ja so gefühlt auch neben uns hinstellen. Der hat ja dann also so eine super Range. Alter, findet das ist jetzt stumpf. Das ist richtig stumpf hier.
Boah, Junge, 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 Junge. Da wird bestimmt noch ein Stein hinüber werden. Weil das wird jetzt auch noch nicht reichen. Ne. Wie sieht das aus? Einen. Was haben wir hiervon? Wir brauchen wirklich nur noch zwei Blöcke. Ich bin jetzt am Überlegen, ob wir noch einen User machen sollen jetzt oder nicht. Weißt du was? S-U-S-E-R. Zack. Zack. Lever. So und so. Haben wir jetzt echt keinen Kobel mehr. Sehr schön. Dann machen wir so, so. Alles klar. Der sollte jetzt relativ schnell durchbraten. Sehr schön. Wo wäre der jetzt flöten gegangen, ne? Da hätte ich mich erschossen. Hier. Diamond Chest. Zack. Oh Gott, nein, 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 nicht dahin. Ich weiß nicht, ob das so eine super Idee ist, aber naja. Dann machen wir jetzt einfach schon mal weiter mit dem Crusher. Wir schauen einfach mal gerade, wo der Crusher ist, wo der steht. Weil ich wette, der wird auch irgendwo pre-built sein. Nein, nein. Der soll hier sein? Never ever. Schauen wir mal ganz kurz hier rein. Use the combustion generator on the red platform to produce 500.000 RF, genau. Recipes. Das heißt, wir müssen noch ein Vat aufbauen.
Okay. Nicht bad. VAT. Bad. So. Zack. 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 Und so, und jetzt aber. Können wir einen Flachsplack? Das sollten wir machen. Flachsplack sollten wir machen. Das heißt, vom Klartext, wir müssen die Scheiße wieder machen. So, woran scheitert es bei denen? Gefühlt an allem, okay. So. Und so. Und so. Blaze Powder. Zack. 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 Dann machen wir hier einmal. Great. Bekommt Energie. Was braucht ihr jetzt? Was wollten wir jetzt machen? Rocket Fuel, da. Es braucht beides Food. Dann würde ich sagen, nehmen wir Kartoffeln und Zucker und Zucker. Alles klar. Das heißt, zum Klartext, wir brauchen einfach nur ein. Ihr seid ja, warum es hier Kartoffeln gibt. Okay. Okay. Und die Nature Essence. Und dann würde ich sagen, machen wir noch einen Hopper und ein Reservoir. Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Wo haben wir die Buckets? Hier. Für zwei Wassereimer. Reservoir. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass wir nochmal Quarz brauchen. Hätte ich ganz ehrlich gesagt nicht gesagt.
Am Ende wird es halt richtig, richtig nervig, das merke ich schon. Haben wir noch Cap? Können wir die noch upgraden? Ich glaube, das wäre gar nicht mal so verkehrt, wenn wir das machen würden. So. So, hau rein. Dann baue ich noch Nature Essence und einen Hopper. Hier Zuckerrohr und einen Hopper. Scheiße, gegen die Zuckerrohr. So. Ein Hopper, ne? Aber ich brauche wieder Eisen. Ey, ich bin gerade so ein bisschen stressig, stressig. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Ich bin die Ruhe selbst. Einen Hopper. Das ist eine verdammt dumme Idee, was ich hier mache. Ich brauche auf jeden Fall noch. Vielleicht reicht das ja jetzt schon. Ich hoffe es. Ich hoffe es richtig gerade. Halt. Den können wir echt nicht machen. Gott. Also merke fürs nächste Mal sofort 9 oder 10 von den Teilen machen. Oder halt. Wieso machen wir das? Jetzt haben wir kein Rosswood mehr, ne? Ich glaube, das ist das Beste, was wir hier machen können. Gib mich mal her. Weil darüber habe ich jetzt echt schon viel zu viel Zeit verloren. Was brauchen wir jetzt noch? Sag. Und zack. Wir brauchen noch 1, 2, 3, 4. 4 Sand. Also wirklich beim ersten Mal beim Epic Bacon direkt 3 machen, damit wir diese Sorge weg haben. Gut zu wissen. Das uns. Also. Das hat uns verdammt viel Zeit verloren.
Also ist es egal, dass wir dafür jetzt Essenz verloren haben, das war es verdammt nochmal wert. Da sind wir jetzt dran. Wie sieht das aus? Einmal noch. Komm schon, das kriegen wir hin. Hä? Wo ist denn? Ach, ich will es gar nicht jetzt wissen. Haben wir's? Jawohl, wie der König. Und eine Sorge weniger. So, RF-Power, da sind wir dran. Reservoir. Zack. Fuse-Quartz haben wir. Water. Scheiße aus. Einmal. Zweimal. Können wir ganz, ganz schnell einen Ranch machen. Danke. So, was brauchen wir jetzt mal für Hooch? Genau. Zucker und Kartoffeln. So. Boah, jetzt muss ich mal schauen nach dieser scheiß Jetpack-Tasche. Taste. Machen wir mal so. Haben wir nirgendwo einen Crusher prebuildet? Dann machen wir das jetzt hier. Nee, warte, das müssen wir ja noch zusammenfahren. Verdammt. Wir brauchen das Engineers Manual. Das heißt, wir brauchen nochmal ein bisschen Nature Essence. Mal ein bisschen mehr. Manuell. So. Boah, so langsam lässt aber auch echt die Konzentration nach. Haben wir. Haben wir. Heavy Machinery. Crusher. 10 Steel. Redstone Engineer. 9 Hopper, 9. 10 Steel Cafolding. Ein Redstone Engineering Block. Redstone Engine. Das wird vielleicht weiter eingeben.
gar kein Eisen mehr. Alter, was für ein Hammerleck. RF Power haben wir zu 30% fertig. Super. Alter. Vielleicht haben wir den Crusher fertig, wenn was durch ist. Haben wir. Was war das jetzt noch? 9 Hopper. Also 8 Stück noch. Wo weiß ich, was ich denn mache? Pickaxe. Du hast deine Arbeit erfüllt. So, jetzt gib mir die Eisenessenz. Das muss ich echt so machen, die wichtigsten Ressourcen in die Mitte. Muss ich einfach so machen. Also, da weiß ich auf jeden Fall schon Bescheid. RF Power 50%. Auf jeden Fall war das einfach noch eine super Idee von mir mit dem Mechanical User. Das hat uns verdammt viel Zeit gespart. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich machen? Ah ja. Hopper. 9 Hopper. 10 Steel Scaffolding. Da kann ich schon mal Stahl sammeln. Und ich habe gedacht, ich schätze mal gut 1,5 Stunden und ich bin fertig mit dem Projekt. Ganz kurz Info, das Projekt wird auch wirklich in einem Stück so hochgeladen. Einfach als Beweis, dass ich das wirklich so gemacht habe und nicht so als Schnitt, ja, da hat er ja gecheatet und so weiter, da kann er gecheatet haben. So, das sollte jetzt jeden Moment reichen. Steel Scaffolding. Oh, hat gar nicht so viel gebraucht. Light Engineering Block und Steel Fence. Reds. Light Engineering Block, da, von den 10 Stück. Gott. Die kommen auch wieder mit exotischem Material. Ich meine, wann braucht man mal in Modded Minecraft Kupfer? Ey, ist mal im Ernst. Wann braucht man diesen Scheißspiel Kupfer? Das braucht man so gut wie nie, Kappa. Also wir haben auf jeden Fall schon über die Hälfte geschafft. So viel kann ich sagen. Oder? Also 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Ne, wir haben genau die Hälfte gerade geschafft. Beziehungsweise jeden Moment über die Hälfte. Zack. So. Oh, wir Eisen, ich kriege einen Schreikrampf. Meine Fresse, also ich bin ehrlich kommentarmäßig, dass ich hier gerade der größte Millionär raushaue. Ich werde aber auch dann wirklich schauen. Ich bin mal gespannt, wie ich das mache beim nächsten Mal. Vielleicht schaffe ich das, ein paar Sounds einzuarbeiten und so weiter. Großartig bearbeiten möchte ich das Video nicht. Weil nicht, dass ich, sagen wir jetzt wirklich mal so ganz naiv gesagt, ich habe es wirklich irgendwie mal den Weltrekord zu brechen und das ist dann bearbeitet, dann habe ich halt einen Scheiß
Ja, kommen die mir an? Ja. Arschlecken. Oh. So. Haben wir jetzt alles? Sehr schön. Komm, das bauen wir einfach mal richtig doof hier hin. Okay. 1, 2, 3. Eins, okay, eins, dupp. Hab ich das richtig? Halt. So. Das kommt hier hin, wenn ich das richtig gesehen habe. Hier vorne noch eine Reihe. In die Mitte kommt noch einer. Scheißendreck. Zeitverlust. Hier kommt noch einer hin. Und die Hopper oben drauf. Und oh. Der Engineer Sammer. Haben wir. Vibrant Capacitor Bank. Vibrant Capacitor Bank. Zack. Eine Tüttigerei. Ich glaube, wir müssen noch nicht mal alles anpflanzen, wenn wir das einfach nur raussuchen, was wir brauchen, abreißen und dann mitnehmen. Könnte ich mir vorstellen, dass das schneller geht. Weil so suchen wir immer eine Zeit lang. Haben wir. Alter, finde mal, wir haben dessen schnell aufs Handy geschaut, wenn einer geschrieben hat. Bei uns in der Gruppe wurde geschrieben. So. Einmal ganz kurz geschaut, wer mir alles auf die Eier gegangen ist. Natürlich wieder jeder auf der gottverdammten Welt. Ein Kohle fehlt, oder? Nee, nee, noch nicht mal. Es ist jetzt scheiße doof gemacht, aber drauf geschissen. Okay. Haben wir? Haben wir? Alles easy. Alles easy. Bank. Vibrant Capacitor. Haben wir. Das ging jetzt verdammt schnell. Ach du Scheiß, was war das jetzt? Construct a card.
Add Steve's Da brauchen wir jetzt den Rotz hier, ne? Ja, jetzt richtet sich, dass ich damit nie auseinandergesetzt habe. Okay, was brauchen wir alles? Side Chests, Basic Woodcutter, Smelter, Coal Standard, Standard Hull. Wow, jetzt fehlen uns wieder die Steaks. Standard Hull haben wir. Side Chest. Was ist das alles? Wo haben wir die Lok? Ich brauche echt Wood Essence, wow. Gönnen wir uns Holz. So. Side Chests. So. So. 1, 2, 3, 4. Und dann sollten wir das auch haben. Coal Standard, Basic Woodcutter und Smelter. Machen wir den Smelter. Das ist ja schnell gemacht. Woodcutter. Medias. Meine Fresse, ich krieg keinen Schreikampf, aber wir kriegen's hin. Wir kriegen's hin. Wir kriegen das hin. Brauche ich Gold. Gold habe ich eben aus Versehen abgerissen. Oh. Jetzt brauchen wir Redstone. Also ich muss auf jeden Fall beim nächsten Mal schauen, dass ich das aussortiere, was ich nicht brauche und was schon. Zombie habe ich bisher kein einziges Mal gebraucht. Gas brauche ich nicht. Ich kriege einen Schreikrampf, ne? Wieso brauche ich immer diese scheiß exotischen Sachen? Jetzt brauche ich auch noch Eisen. Hat schon mal jemals irgendeiner in Minecraft Eisen gebraucht? Jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Ich denke nicht, oder? Scheiß Spiel, wer braucht denn hier Eisen? Report Notch. Scheiß Noob. Ich kann das tausendmal besser. Was war das jetzt noch? Coal Standard. Hier. Ich
schauen wir mal. Rail. Okay, dann können wir in der Zwischenzeit schon mal den Item-Filter machen. Das ist ein Witz, oder? Jetzt wollte er mich aber ganz verarschen. Das ist nicht alles. Okay. Da machen wir gleich zwei Splits auf einmal. Den Altar. Blutaltar ist da. Aha. Ich verstehe, war hier. Doch, hier war. Fluid Conduit. Oh oh. Jetzt akzeptiert er das nicht. Jetzt lass das bitte so klappen. Das ist ein gottverdammter Witz. Oh oh, ich bin jetzt gerade ein bisschen aufgeschmissen. Schnell, Internet, Internet. Scheiße, dass mir sowas passiert. FTP, Skyblock. Challenge. Blattalter. Ich finde hier nichts. Scheiße.
Es hört sich auf. Gott sei Dank. Ich brauche auch noch den Blood Orb. Orb. Haben wir noch einen Dia? Einen. Also das wird jetzt einfach noch ein bisschen stumpf sein. Wobei, haben wir... Item Conduit? Machen wir zwei Chests, ne? Müssen wir noch einen Filter machen? Und dann geht das klar, dann geht das vollkommen klar. Und zwar extrahierst du nur das hier. Da rein. Und du nimmst alles und schiebst das da rein. Sehr schön. Dann machen wir ganz, ganz schnell was Stone fertig. Dann haben wir diese mittelschwere Krise auch schon wieder bewältigt. Wie sieht das hier aus? Wie, du hast keine Kohle mehr. Moment. Erstmal das hier. Kohle. Habe ich die Kohle jetzt abgerissen? Komm, gönn dir ganz, ganz viel Kohle, so viel du willst. Hauptsache, du machst die Scheiße schnell fertig. Was ich mich gerade frage. Hier hast du. Es. Ja, lass doch den mal machen, oder? Hoffentlich klappt das mit dem. Ich weiß, der ist auf Maschinen disabled, aber zählt das jetzt als Maschine? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Das könnte auch als Crafting Table zählen. Wenn wir Glück haben, und das hoffe ich, dass wir Glück haben. Anscheinend nicht. Aber hierauf zählt er, ne? Verdammt! Okay, rüber zum Blattaltar. Das funktioniert super.
Dann machen wir hier mal gerade weiter mit dem Void Miner. Welche überhaupt? Void Ore Miner. Der braucht einen Soldier. Okay, Block of Quartz. Kannst du haben. Oh Gott. Was brauchst du noch? Was brauchst du noch? Was brauchst du noch? Jede Menge von diesem ganz widerlichen Zeug. Etwas Dirt und etwas Fire Essence. Ist gar kein Thema, kriegen wir hin. Das Verschmelzen ist jetzt überhaupt kein Thema mehr. Wir brauchen halt nur noch ordentlich Netherquarz. Und wir brauchen einen Solderer. Was haben wir davon? Wir brauchen noch ein bisschen Quartz Enriched Iron. Zwei Pistons. Können wir die vielleicht schon machen? Ich fürchte nicht. Nein. Slime Essence. Haben wir. So, das sollte klappen. Zurück zum Void Ore Miner. 4 Minuten noch. Der braucht die Basic Prozessoren, das heißt, der braucht. Clear Glass brauchen wir erstmal so. Zack. Zack. Dann testen wir da mal, wie schnell der jetzt ist. Alles klar, alles klar, alles klar. So, wir brauchen das. Das und das. Wir brauchen. Müssen so noch was Quarz schmelzen. Ah, komm schon, keine Zeit verlieren, keine Zeit verlieren. Weil so langsam merke ich, dass wir fertig werden können. Wir haben zwar halt gut Zeit verloren, aber auch noch was Zeit safe. Was brauchen wir noch? Crush Quartz. Wo ist meine Pickaxe? Schnell rüber zur roten Plattform. Flux Point. Jetzt hat bloß er hier keinen Input. Das reicht.
Ja, komm, das passt. Was brauchen wir jetzt noch für den Void Ore Miner? 2 Eisen, 2 Redstone und 2 von denen. Ach so, wir können. Ja gut, ne? Auch wieder gut, was wir haben was dazugelernt. Wir können sofort in Tier 4 machen. Wir müssen halt nur das Material dafür machen. Wir nähern uns aber dem Ende. Ich frage mich das halt nur, der Tier 8, das ist doch der ganz große mit dem Awakened Draconium. Oder bin ich jetzt ganz falsch? Ich meine, das war so. Naja, wir können gleich erstmal die Sphäre machen und dann sehen wir weiter. So. Und so. Moment. Sehr schön. Danke für die Spende. Nur fast alle Knochen gebrochen. Komm schon voran, voran. Ist das jetzt verpackt oder was? Jetzt sag mal bitte nicht. Es gibt keinen Kult. Wenn die jetzt das meinen, ne? Gib mich mal was Kohle. Passiert nichts. Ich skippe das jetzt einmal. Da weiß ich auf jeden Fall fürs nächste Mal Bescheid. Muss ich beim nächsten Mal schauen. Sehr schön, haben wir. Oh, halt. Fuck. Abbrechen. Wie sieht das jetzt hier aus? Oh Gott, da habe ich jetzt Zeit verloren. Äh.
Wo kann ich hier das Portal öffnen? Kann ich das hier auch machen, oder was? Okay. Jetzt werde ich mal ganz kurz schauen. Wir brauchen ja die hier. Also, okay. Dann schauen wir doch mal ganz kurz nach, was wir hier verbrauchen. Wir sollen jetzt erstmal den Bifrost Rod machen. Bifrost Rod? Wir brauchen Terra Steel. Wir brauchen Living Wood. Kann man das zufälligerweise anders herstellen? Nein, wir brauchen eine Pure Daisy. Aber wie kriegen wir jetzt die Petals? Muss ich doch einmal den Floral Fertilizer machen, oder wie? Crafting. Ja, muss ich. Hoffen wir mal, dass wir jetzt einen Weiß bekommen. Scheiße. Ja gut, ich merke schon, wie ich jetzt hier beim ersten Mal verdammt viel falsch gemacht habe. Müsst ihr mir jetzt nicht reinschreiben. Das habe ich jetzt schon selbst gemerkt. Aber naja, halt wie heißt das, aus Fehlern lernt man, ne? Ich mache das jetzt einfach nur noch zu Ende. So, zack, zack, zack. Hier haben wir Weiß. Okay, das ist mit den Blüten. Ich war jetzt nur einen kleinen Moment verunsichert. So. Das hier rein. Muss ich das jetzt echt mühsam hinterhin? Boah. Meine Fresse, das sind noch wie viele Achievements? Kann man den eigentlich schon mal. Ich muss jetzt echt noch deine. Okay. Leute, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich
Überspringe die letzten drei jetzt. Informiere mich jetzt mal genau, wie das geht. Jetzt fangen wir zwei Stunden lang das Video. Kläre das jetzt als gescheitert. Ich informiere mich jetzt mal ganz genau, wie das geht. Weil die letzten Teile, da habe ich gemerkt, es gab ein paar Probleme. So, und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Nächste Woche kraft wir das. Nächste Woche kriegen wir einen richtigen Run hin. Boah, ich bin jetzt aber recht am Sack. Alter Finne, es hat aber super Spaß gemacht. Ich habe gar nicht richtig gemerkt, wie die Zeit verflogen ist. Ich war jetzt echt 2 Stunden dran beschäftigt. Alles klar. Gut. Würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.